ich war so unter Schock. Also ich habe ein richtiges Schnalzen gehört. Viele Scams, ja, viele Betrüger gerade, die versuchen einfach das Geld den Leuten aus der Tasche zu ziehen. Und ich sagte, wir hatten dadurch am Anfang so viel Stress, so viele Schlägereien. Also das glaube ich. Wir haben dann wirklich auch mit Gegenwind gearbeitet. Ja. Also seitdem die Sansibar leider abgebrannt ist, haben wir auch eigentlich unseren Job verloren. Wer nicht riskiert, trinkt keinen Champagner. Der Pole des Jahres. Ja, ja. Das fehlt halt. Gute Menschen, gute Herzen fehlen hier. Herzlich willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal. Heute zu Gast Pavel Koslowski, Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt, MMA-Fighter. Du hast eine eigene Brazilian Jiu-Jitsu Akademie. Du streamst selber NFTs, Musik, Tattoos. Also wir werden noch viel zu sprechen kommen. Wir befinden uns gerade im Grand Ferdinand. Und ja, lasst euch überraschen. Vielleicht stellst du dich mal vor für die Leute, die dich kennen. Hey Leute, ich bin Pavel Koslowski. Ja, er hat mich eigentlich eh schon vorgestellt. Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt, die einen kennen mich vom Sport, die anderen, weiß nicht, vom Streamen, die anderen vom was auch immer was, ja. Also, ja, ich freue mich hier zu sein und ich bin schon gespannt auf die Fragen, die heute auf mich zukommen. Wir haben da so eine kleine Fragerunde auf Instagram gestartet, was die Leute so gerne wissen wollen. Mhm. Und eine häufig gestellte Frage war, wer ist dein Tätowierer, beziehungsweise wo lässt sich Pavel Koslowski seine Tattoos stechen? Also mein Tätowierer, also mein Main-Tätowierer ist Mario Goričkić, ist ein sehr guter Freund von mir. Er hat fast alle Tattoos gemacht, die ich habe. Also ich habe noch andere Tätowierer oder andere Tätowierer, bei denen ich war. Und mein ganzes Bein hat der Bogdan gemacht, Bogdan-Tattoo, auch hier in Wien. Ja, aber die meisten Tattoos der Mario. Also ich habe ja ziemlich viele Tattoos. Okay, wie viele Tattoos hat Pavel so ungefähr? Wie viele? Bro, ich weiß nicht, wie viele das sind, wenn man es einzeln zählt, aber was noch frei ist, ist mein linkes Bein und meine Rippen und mein Bauch. Ja. Sonst ist alles full. Sonst ist eigentlich alles so ziemlich krass, zu. Krass, ja. Krass. Ein schönes Auto wäre sich ausgegangen. du hast vorhin angesprochen, du streamst ja? Ja, voll. Auf Twitch? Auch ziemlich viel, wie ich weiß. Du sammelst Pokémon-Karten. Unter anderem, genau. Du sammelst Sportartikel, soweit ich weiß, hast du ein Stück von Mohammed Alis Hose. Ja, voll. Es ist auch eine Karte. Also sind alles Sammelkarten. Pokémon ist cool, es macht Spaß, aber was viel geiler ist, sind die Sportkarten. Also so wie du sagst, also Karten, wo zum Beispiel ein Stück von Mohammed Ali seiner Hose ist, mit der er gekämpft hat. Ja. Autogrammkarten, Sportkarten, die sind auch sehr viel wert. Also mehrere hundert bis hin zu mehreren tausend Euros. Das ist ein sehr geiles Hobby, macht Spaß. Und da habe ich auch oft eben auf Twitch Karten aufgemacht. Also das meiste, was ich sammle, sind Sportkarten, Pokémon und Dragon Ball Karten. Ja, wie bist du darauf gekommen, das zu machen? Es war Lockdown 2020, also alles angefangen, dass ich überhaupt angefangen habe mit Streamen. Also ein Freund von mir, Teamkollege, der Dennis Illich, hat mich eigentlich dazu überredet, dass ich das mache. Ich bin immer so, wenn ich mich für etwas entscheide, dann mache ich es halt. Ganz oder gar nicht, genauso. Also allgemein, das Streamen selber hat ganz woanders angefangen. Ich habe damit angefangen, Jiu-Jitsu-Trainings zu streamen. So Stunden, die du Ja, bist? Genau. Leute haben gefragt in den Chat und ich habe dann Techniken gezeigt. Also ich war im Studio, habe es mit einem zweiten hergezeigt. Und das war ganz cool für die Team-Members und auch halt ein paar andere sind reingekommen. Aber dann habe ich halt auch andere Sachen versucht, ja. Eben Pokémon-Karten, weil der Hype war da. Ja, und so ist das dann irgendwie halt auch geblieben. Also ich habe dann halt viel Packs geöffnet, die habe ich dann aufgehört zu öffnen, weil das viel ins Geld geht, ja. Aber es macht sehr Spaß. Ich habe hier ein, zwei Folgen, habe ich richtig geschaut, wie du das gestreamt hast. Ja, ich habe halt auch viel interagiert mit der Community. Also viele haben auch am Stream so Karten von mir gekauft und so. Nice. Also ganz lustig, ja. Von Streaming auf Sport jetzt umschwenken. Ja. Wie bist du zum Jiu-Jitsu gekommen? Jiu-Jitsu, also mein erster Trainer, der Lincoln Rodriguez, den habe ich kennengelernt, wo er noch Türsteher war im Loco. Nein, nicht Loco, Ride Club. Genau, und dort habe ich mich immer mit ihm unterhalten und so. Und er hat mir erzählt, er macht MMA und so. Und mich hat das immer voll interessiert. Dann hat er mal gekämpft im Gasometer und ich war dort halt bei seinem Kampf. Das war ein 16-Mann-Turnier und er hat einfach, das war Open Class, also keine Gewichtsklassen. Und er hat da zwei, drei Leute besiegt, die halt über 100 Kilo gewogen haben und er war circa um die 75 Kilo.
Krass. Und ich war einfach begeistert von ihm und er hat halt die zwei Leute, die er besiegt hat, die hat er beide submitted. Er ist Dritter geworden bei dem Turnier. Ja, und danach habe ich halt angefangen, mit ihm darüber zu reden, wie das ausschaut, ob ich anfangen könnte. Ich habe davor Fußball gespielt. Ich habe dann mit Fußball aufgehört und dann habe ich bei ihm angefangen, so am Anfang so MMA. Und dann habe ich gemerkt, der wichtigste Bestandteil in meinen Augen fürs MMA ist das Jiu-Jitsu. Und dann habe ich angefangen, mich mit Jiu-Jitsu auseinanderzusetzen. Und ja, das hat mir dann so Spaß gemacht, dass ich schon dabei geblieben bin. Und ich bin sehr glücklich über diese Entscheidung. 12 Jahre. 12 Jahre, ja. Krass. 12, 13 fast. Ja. Wahnsinn. Fast 13 Jahre. Ja. Du hast ja auch eine eigene Schule in Wien. Ja. Die Alpha Akademie. Yes. Mhm. Ja. Wie bist du dann vom Sportler, der jetzt Jiu-Jitsu selber ausübt, eine Sportschule aufzumachen? Für Leute, die vielleicht auch Interesse haben, diesen Sport zu machen und denen dann eine Möglichkeit oder besser gesagt einen Platz zu geben, wo sie jetzt zusammen mit dir trainieren können. Kurz bevor ich, oder halt auch währenddessen, wo ich die Schule aufgemacht habe, am Anfang war ich nicht so selbstbewusst, selber eine Schule aufzumachen, weißt du. Ich habe nicht so sehr an mich geglaubt, aber mein bester Freund, der Jamal, hat gesagt, ja, Pavel, das musst du machen, wie ist das? Du wirst sehen, es wird gut laufen und so. Und ich habe daran einfach am Anfang nicht so geglaubt. Und dann habe ich mit meinem Partner, mit dem Antonio Stanic, haben wir das Alpha Jiu-Jitsu gegründet, bei unserem Physiotherapeuten eingemietet, hat alles für uns bereitgestellt, der Roman Palesitz. Ja, danke auch an ihn, der hat uns wirklich so sehr, sehr viel geholfen, gerade am Anfang. Und ja, da konnten wir anfangen, unsere Träume zu realisieren. Am Anfang war es unser Ziel eigentlich nur, eine Schule aufzumachen, damit wir unsere Ausflüge zu den Turnieren und die Beiträge für die Turniere zahlen können. Und es ist halt dann so groß geworden, dass wir dann nach 2 Jahren 100 Mitglieder hatten. Und ja, es ist dann schon zu einem Branding geworden. Ja, man muss ja auch sagen, dein damaliger Partner, der Antonio Stanic, der ist jetzt auch Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt. Voll, voll. An der Stelle herzlichen Glückwunsch. Ja, und verdient. Auf jeden Fall. Aber so in dem, also du sagst, du machst das jetzt seit 12 Jahren, wie, ich weiß nicht, mit 16, 17, 18 denkt man jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie eine Schule aufmacht. Und nee, gar nicht. So, und deswegen fasziniert es mich so, dass man trotz so jungen Jahren diesen Schritt gewagt hat und gesagt hat, hey, weißt du was, ich traue mich jetzt einfach, ja, diesen Schritt zu gehen. Ich mache jetzt eine Wettkampfschule oder eine Brazilian Jiu-Jitsu Schule auf. Obwohl der Sport auch zu der Zeit in Wien jetzt gar nicht so bekannt war. Voll. Haben jetzt nicht wenige gewusst. Und das war, glaube ich, auch für dich so ein schwerer Start in diesem Business. Das stimmt, das stimmt. Es war nicht einfach. Aber mein Vater sagt immer, das ist ein polnisches Sprichwort, wer nicht riskiert, trinkt keinen Champagner. Ja. Also, gutes Sprichwort. Also man muss schon was riskieren, damit man sieht, ob es überhaupt zu einem Erfolg führt. Ja. Und ich denke, Antonio und ich haben unseren Job allgemein als Wettkämpfer wie auch als Trainer gut gemacht und wir haben ein starkes Team aufgebaut, wo auch sehr einzigartig war, dass wir eben so eine familiäre Stimmung hatten im Gym. Ja, es wächst noch immer, ja, es wird ja, immer Sport größer. Ist ja immer am Wachsen, also ja. Momentan überhaupt auch in Wien gibt es jetzt mehrere Brazilian Jiu-Jitsu Schulen. Damals gab es nur deine, so, ich bin hier aufgewachsen in dieser Stadt. So einzige Schule war deine damals? Ja, es waren wir, es gab das Roger Gracie Vienna, ja, und das CR-Team. Ja. Aber sonst eigentlich gab es keine richtige Jiu-Jitsu-Schule. Ja. Also diese drei. Und jetzt sind einige dazugekommen. Es gibt jetzt das Science of Jiu-Jitsu. Das Athos gibt es. Athos gibt es. Was gibt es noch? Es gab eine Zeit lang dieses Garage Combat. Ja, ist aber so keine Jiu-Jitsu-Schule okay. An sich. Ja, im Citytong wird auch Jiu-Jitsu zum Beispiel unterrichtet. Also es wird in den ganzen Gyms, auch in den MMA-Gyms, Jiu-Jitsu unterrichtet, aber keiner hat so einen Schwerpunkt auf Jiu-Jitsu wie eben die paar Gyms, die wir aufgezählt haben. Ist noch am Wachsen, aber der Sport wächst schnell und wird immer stärker und die Leute
werden immer besser und das Interesse ist auch immer größer. Auf jeden Fall. Du hast ja gesagt, du bist aktiver Kämpfer, du kämpfst ja auch MMA. Ja. Hattest du vor 3 Monaten deinen letzten Kampf? Oder ist es schon länger? Ja, ja, sowas. So ungefähr. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich glaube November. Submitted. November, ja. Ja, ja. Hast den Typen submitted. Wie ist das für dich als MMA-Kämpfer jetzt einfach? Ich habe eigentlich zu steigen und Leute zu submitten. Ich habe mit MMA angefangen, nur damit ich eben zeigen kann, dass Jiu-Jitsu der beste Sport fürs MMA ist. Ja. Und das wollte ich halt immer unter Beweis stellen. Ich hatte 5 Profikämpfe und alle 5 Kämpfe habe ich durch Submission gewonnen. Ich habe mir nie irgendwas Großes im MMA vorgenommen. Ich habe es gemacht, weil ich den Adrenalinkick liebe und es mir halt selber beweisen wollte. Ich werde jetzt eh auch im April wieder kämpfen. Ja, ich mache es, solange es mir Spaß macht und ich mache mir da überhaupt keinen Druck. Ja. Also ich gehe rein, mache mein Ding und ja, egal was gespannt. Passiert. Ja. Ich bin gespannt, wie der nächste Kampf ausgeht. Ich hoffe, du submittest den nächsten Gegner auch. Danke, Bro. Und du organisierst ja auch Veranstaltungen in Wien. Eben für Brazilian Jiu-Jitsu. Ja, ja. Das also wir haben jetzt letztens das ACC war das? AAC, ja. Ja. Also mein Partner und ich, der Marcin Klonowski, das ist unsere Veranstaltungsreihe und wir haben bis jetzt 4 Turniere gehabt, glaube ich, 4 Turniere waren es. Wir haben das wirklich versucht, so professionell wie möglich aufzuziehen. Das Feedback ist auch sehr gut immer gewesen. Also wir hatten auch bis jetzt keine größeren Probleme mit dem Veranstalten. Wir geben uns da auch wirklich Mühe und die Leute sind sehr zufrieden, ja, und wir werden das immer mehr, immer größer machen. Also das nächste Ziel oder der nächste Plan ist es halt, Turniere im Ausland zu veranstalten. Also wir arbeiten schon dran, dass wir was in Bratislava machen, in Krakau, dann auch in Deutschland, wahrscheinlich auch in anderen österreichischen Städten. Also wir wollen auch wachsen, expandieren und ein bisschen den Leuten zeigen, wie gut wir eigentlich sind. Ja. Wie war der Einstieg in dieses Veranstaltungsding? Weil ich glaube, so Brazilian Jiu-Jitsu ist jetzt nicht ein Sport, den viele kennen, beziehungsweise der viele interessiert. Ja. War es da leicht, irgendwie Anklang an die Leute zu finden, beziehungsweise in dieses Business da reinzukommen, hey, ich möchte jetzt eine BJJ-Veranstaltung starten, ein Turnier, wo Teilnehmer sich gegenseitig messen können, beweisen können? Ich sag dir ehrlich, es war eine Marktlücke oder ist es, ja, jetzt gibt es schon einige Turniere, aber ich kann mich erinnern, damals vor 10 Jahren, wo ich angefangen habe, wenn einmal im Jahr ein Turnier in Österreich stattgefunden hat, war das gut. Ja. Und da waren halt dann auch alle. Ja. Jetzt hast du halt jeden Monat ein Turnier und ich finde das super. Ja. Also je mehr veranstaltet wird, desto besser, weil es öffnen ja auch immer mehr Gyms und immer mehr Leute wollen sich messen und beweisen und auch was erreichen, ja, Medaillen gewinnen und das ist halt einfach Win-Win für alle. Es war notwendig, wir haben es im richtigen Zeitpunkt, also erstes Turnier war Ende 2019, dann ist Corona gekommen, aber wir haben noch einiges vor und ich denke, wir werden noch scheinen. Ja. Vielleicht, das war ein super Einstieg, wir haben noch einiges vor, vielleicht erzählst du uns mal von einigen deiner Projekte, du hast ja eine eigene Security-Firma auch nebenbei, neben der Brazilian Schule. Security-Firma nicht wirklich, also ich habe ein Security-Team gehabt, ja, wo ich der Head war, aber das ist jetzt auch eher klein geworden, wir waren damals auf der Donauinsel tätig, aber seitdem die Sansibar leider abgebrannt ist, haben wir auch eigentlich unseren Job verloren. Ja, aber es ist nicht so tragisch. Also ich arbeite immer an neuen Sachen und ich bin halt immer so kreativ und ich versuche überall etwas zu machen. Also ich habe auch über den Lockdown sehr viel gemacht. Also ich habe eine eigene Marke erstellt, Alpha Athletics, also die sich vor allem um Jiu-Jitsu kümmert, also Kimonos, Uniformen, aber auch alles, was so Lifestyle angeht, ja, so T-Shirts, Trainingsanzüge, nee. Funktions-Shirts, also so Rashguards, Hosen, alles Mögliche. Geil. Auch so Accessoires, weiß nicht, Kaffeebecher und solche Sachen, Tapes für Finger, also alles Mögliche. Aber ich habe jetzt auch lange nicht mehr an dem so gearbeitet, weil es einfach sehr, sehr zeitraubend ist und ich halt viele Sachen am Laufen habe und ich halt alles alleine mache. Dann halt noch
Familie, Tochter habe. Und es ist halt nicht so einfach immer. Und deswegen muss ich schauen, was mir am wichtigsten natürlich ist. Genau. Und dann gehe ich eins nach dem anderen durch. Also ja, deswegen Gym ist Priorität, halt Familie und Gym Priorität Nummer eins. Und natürlich die anderen Sachen mache ich halt, weil es mir Spaß macht. Und wenn es halt dann noch ein bisschen Geld einbringt, umso schöner. Bruder, du hast ja neben deinem Security-Job und der Alpha-Schule, ja, hast du jetzt irgendwie Streaming noch dazu? Hast irgendwie mit NFTs angefangen? NFTs, ja, voll. Und großes Trading, Thema. Digitalisierung. Ja, ja. Wie bist du darauf gekommen? Also, ich bin... Ein Freund von mir hat sich mit NFTs beschäftigt. Er hat ein paar NFTs gekauft und ich habe ihm irgendwann mal auf eine Story geschrieben, so, hey, Bro, hast du dir NFTs gekauft? Er sagt so, ja, warte, Bro, wir haben eine Telegram-Gruppe, ich hau dich dazu. Da waren eh einige alte Kumpels von mir drinnen, die sich eben auch schon seit längerem mit Krypto auseinandersetzen. Ich auch schon seit 2016 habe ich das erste Mal in Krypto investiert. Und dann war ich gleich drinnen, ja. Er hat mir dann auch, also dieser Freund, der mich reingezogen hat, der Kevin Prutki, er hat mir dann auch einen Typen vorgestellt, der sich mit der Blockchain und NFTs schon länger auseinandersetzt und besser auskennt als wir. Das ist der Alejandro Hünig, mit dem ich jetzt zusammenarbeite und seinem Team. Und da habe ich halt sehr viel gelernt, also sehr viel Wissen aufgenommen die letzten Monate, sehr viel neuen Input bekommen und es ist so interessant, aber für einen Anfänger ist es auch sehr, sehr komplex und am Anfang schwierig zu verstehen. Also man muss sich da wirklich reinsteigern, reinsetzen. Es ist auch wirklich eine Arbeit. Ja, ja, absolut. Und ja, ich habe auch da schon einiges an Geld investiert und verloren, ja, auch wieder ein bisschen was gewonnen, aber es ist so ein sehr, sehr schwieriger Markt, sage ich jetzt mal. Ja. Ups und Downs. Und ja, es sind halt auch viele Scams, ja, viele Betrüger gerade, die versuchen einfach, das Geld den Leuten aus der Tasche zu ziehen und schnell viel Geld machen. Und uns ist halt auch wichtig, dass wir immer, wenn wir irgendwas machen, dass wir halt eben ein gutes Produkt, qualitatives Produkt bringen, das auch kein Betrug ist oder so. Und wir arbeiten auch gerade an etwas. Schauen wir mal, wie es wird. Ja. Bleibt gespannt. In deiner aktiven Zeit als Kämpfer hast du sicher Sponsorings gehabt. Yes. Also ich habe dich, als ich dich kennengelernt habe, hast du mir mal einen Pulli geschenkt von Pitbull Sport. Ja. Und wir haben eine Kooperation jetzt mit Pitbull Sport. Ja. Mit dem Rabattcode REC112 kriegst du 10% auf jede Bestellung. Wie war es da für dich? Wie ist der Kontakt damals zu Pitbull Sport entstanden? Pitbull war so, also ich war halt ein aktiver Kämpfer und ich habe dann halt auch viel in Polen gekämpft. Ja, und in Polen ist halt die Jiu-Jitsu-Szene noch anders wie in Österreich. Also dort, ich kann mich erinnern, 2016 war das, glaube ich, polnische Meisterschaften, wo nur Polen teilnehmen konnten. Waren, glaube ich, 1200 Teilnehmer. Zu diesem Zeitpunkt waren es mehr Teilnehmer als bei der Weltmeisterschaft. Ja? Nur bei den polnischen Meisterschaften. Also dort ist es ganz groß und wenn du dort was reißt, dann spricht das sich ganz schnell herum und die haben dort eigene Foren und so. Und dadurch, dass ich eben oft rübergefahren bin, um dort zu kämpfen und ich halt die polnische Meisterschaft mehrmals gewonnen habe, ist der Kontakt... Sind auf dich zugekommen. Genau, also auch ein paar. Die haben zu dieser Zeit, wo ich von denen gesponsert wurde, ich glaube, 5 Leute aus der Jiu-Jitsu-Szene allgemein gefördert. Und ja, ich war einer davon, worüber ich sehr glücklich war, weil ich allgemein sehr viel bei Pitbull eingekauft habe, weil es eine Top-Marke ist. Und natürlich von denen dann noch gesponsert zu werden, war eine krasse Motivation für mich. Ja, nice. Deswegen und Pitbull Sport, schickst mir mal ein paar Sachen. Rush Guards, Hosen und so, ich brauche das. Für mein BJJ-Training. Ja, 6 Jahre jetzt schon, werden noch immer von denen supportet. Also, geil. Ja, bin halt auch sehr gut befreundet mit dem Distributoren hier auf Österreich, der Marcin Klonowski. Ja. Nice. Checkt's ab, pitbullaustria.at. Du warst ja im Nachtleben, oder? Warst du auch lange tätig? Wie war es für dich? Also man kennt ja die Sansibar, man kennt ja generell so die Wiener
Clubszene. Dankeschön. Wie war es da für dich? Weil wie ich weiß, gab es immer ständig und immer wiederkehrende Auseinandersetzungen dort mit Jugendlichen, die zu viel trinken, zu viel konsumieren, schnell frech werden, ausrasten, da irgendwie Waffen zücken. Wie war das für dich so? Und du warst auch sehr lange in dieser Szene drinnen. Ich kann mich erinnern, du warst 6 Jahre, 7 Jahre, du bist so an der Tür gestanden im Sommer. Wie war das für dich? Ja, Sansibar war am Anfang wirklich, wirklich ein schwieriges Thema. Ich kann mich erinnern, wo wir hingekommen sind, waren schon einige Security-Teams vor uns da, die von alleine eben gesagt haben, dass sie dieses Lokal nicht übernehmen möchten, weil es eben so stressig war und es halt die Leute einfach kaputt waren, die dort waren. Das ist gut, noch sozial formuliert auf jeden Fall. Ja, nee, es war wirklich krass am Anfang und ja, ich kann mich erinnern, das erste Mal dort, ich war halt mit meinen Jungs aus dem Gym oder halt Jungs, mit denen ich bei der Tür gestanden bin, sind wir dorthin gegangen und es sind so krasse Leute dorthin gekommen, das ist echt, einer ist gekommen mit einem Camouflage-Trainingsanzug und wollte rein, einfach so, wie wenn nichts wäre und ich sag so, ey Kollege, wohin? Ja. Und er sagt so, ja rein, ich sag so, das ist ein Nachtclub, wie bist du so angezogen da rein? Und er hat gesagt, das ist mir immer im Kopf geblieben, er hat gesagt, das ist doch nur die Sansibar. Und ich denke mir so, Mann, was für einen Ruf hat dieser Disco, weißt du so. Ich sag so, wir müssen da was ändern. Ja. Und dann habe ich mit den Besitzern geredet, mit Dominik und Philipp, zwei super, super Typen. Also ich liebe die zwei Jungs. Ganz wirklich herzlich. Dicker Kuss an der Menschen. Stelle. Ja, schöne Grüße an die Jungs. Ich habe mit denen dann gesprochen, ich sage so, hey, lasst mich mal machen, so, es kann sein, dass am Anfang niemand reinkommt, aber lasst mich mal machen, so, ja. Selektion und die ganzen Sachen. Wichtig. Ja, und wir haben halt angefangen, so richtig zu selektieren und ich sagte, am Anfang war der Club wirklich leer, aber es hat sich viel herumgesprochen, dass wir eben streng sind bei der Tür und viel selektiert wird. Und ich sagte, wir hatten dadurch am Anfang so viel Stress, so viele Schlägereien. Also das glaube ich. Wir haben dann wirklich auch mit Gegenwind gearbeitet. Ja? Also wenn ich das so nennen kann. Ja, da sind schon einige die ein oder Zähne andere geflogen. Watsche ist geflogen auf jeden Fall. Ja, das glaube ich. Ja, es war krass. Aber wir haben das gut gemeistert. Das Lokal war dann auch wirklich gut, es waren dann halt viele auch bekannte Künstler, die gekommen sind, ja, Capital Bra, die ganze Cayman Gang, also Era Istrefi, also es waren viele gute Künstler im Nachhinein da und das Lokal war dann im Sommer immer bummvoll. Das ist auch ein super Platz im Sommer. Voll, wir haben dann auf der Donauinsel. Voll, wir haben es dann auch wirklich geschafft, aus diesem Club, aus diesem Ort auch einen guten Hotspot zu machen für den Sommer. Und ja, ich finde, das war eine schöne Zeit dort, auch wenn es am Anfang nicht so schön war, ja, haben wir aus dem dann einen coolen Club gemacht, wo jeder gewusst hat, was die Sansibar ist. Ja. Und ja, leider, ich glaube, letztes Jahr oder vor 2020, ja, 2020 glaube ich. Das haben Sie mitbekommen, war auch in der Zeitung. Durch einen Brand, leider. War es ein Brandanschlag oder... Es ist irgendein Kabel durchgebrannt und Scheiße. Ja, leider. Aber ja, it is what it is. Wir hoffen, dass schöne Erinnerungen, auch nicht so schöne, aber im Großen und Ganzen waren es fast nur schöne Erinnerungen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die Jungs irgendwie wieder den Laden aufbauen, weil es war wirklich ein geiler Club. Das hoffen wir alle. Das war echt ein nicer Laden. Ja. Mal andere Frage, was gibt dir Kraft, Bruder? Was gibt mir Kraft? Es gibt mir Kraft, ja, gute, positive Menschen in meiner Umgebung, meine besten Freunde, meine Familie. Das ist das, was mir Kraft und Energie gibt und Motivation weiterzumachen, weil es doch nicht immer sehr einfach ist, wenn man halt so viele Sachen macht und halt auch viel mit Menschen zu tun hat, trifft man halt auch viele Leute, die einen Nutzen in einem suchen und die rauben dir diese Energie. Aber dann gibt es halt viele Leute, die dich vor diesen Menschen schützen wollen. Ja. Und für diese Menschen bin ich sehr dankbar, dass sie da sind für mich immer und
auf die ich ihm halt vertrauen kann. Ich kenne so viele Menschen, aber ich habe vielleicht 5 Freunde. Ja. Also wie gesagt, ich kann die auf einer Hand aufzählen. Aber ich bin glücklich, dass ich solche 5 Freunde habe, weil ich weiß, egal was ist, kann ich mich auf die verlassen. Und ja, die sind einfach für mich Familie. Ja. Ich muss sagen, mein Brothers, Vater hat immer gesagt, wer zu viele Freunde hat, der hat keine. Ja, Brothers from another mothers. Ja. So ist es. So ja. ist es. Was ist dein größter Erfolg? Mein größter Erfolg? Ja, ich glaube meine Freunde, mein Gym, meine Familie, das ist für mich Erfolg. Ja. Also ich rechne Erfolg nicht in materialistischen Sachen oder in Geld. Ja. Das ist für mich, ich sehe das nicht als Erfolg, ja, weil Geld kommt, Geld geht, Medaillen werden irgendwann mal staubig. Ja. Aber die Erfahrungen, die man im Leben mitnimmt, ja, die guten Menschen, die man an seiner Seite dann hat oder eben halt nicht hat. Ja. Also wenn man so ein paar Freunde hat, die wirklich wie Brüder sind, das ist schon ein Erfolg im Leben. Ja. Auch sehr dankbar für meine Frau, für meine Familie, die mich da supportet. Ich könnte mir nicht eine bessere Familie vorstellen, als das ich habe, muss ich ehrlich gestehen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, und das ist das Schönste und das Beste, was mir passiert ist. Ja. MashaAllah. Wovor hast du am meisten Angst? Angst? Vor mir selber. Warum? Keine Ahnung, Bro. Ich, warum, Bruder? Manchmal, mein Kopf ist kaputt. Das kennt jeder. Das ist das Leben, Bruder. Weißt du? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe eigentlich Angst. Weißt du, so, was ist Angst? Weißt du, so... Das ist etwas, was wir uns selber machen uns diese Angst, ja, durch falsche Gedanken und falschen Umkreis, ja, die schlechten Leute, dann entwickelt sich Angst, ja. Aber ich denke mir, wenn du ein gutes, positives Leben führst, wovor sollst du Angst haben, ja? Es gibt nichts zu fürchten, wenn du alles versuchst. Alles richtig im Leben zu machen. Auf jeden Fall, das ist eine gute Aussage, war das. Ja, sehr starke Aussage. Danke, Bro. Eine wichtige Frage. Klar. Wenn du alles, was du bis jetzt in deinem Leben getan, gemacht, gesehen hast, wenn du wieder am Anfang wärst, neu, unschuldig, neugeboren, würdest du alles gleich machen oder würdest du irgendwas verändern? Also ich würde schon einiges verändern, weil ich weiß, dass es mein Leben und das Leben meiner Familie einfacher machen würde. Aber nur durch diese Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe, weiß ich, was gut und was nicht so gut ist. Aber die Erfahrung selber, die ich jetzt habe, die kann mir halt keiner nehmen, weißt du. Und das ist halt sehr wertvoll. Und da das nur herumfantasieren ist mit diesen Zeit zurückdrehen, sollte man gar nicht daran denken. Sondern das sowieso, aber weißt nach vorne schauen. Was wenn? Was wenn, ja. Hätte Fahrradkette. Ja. Das ist ein gutes Wort. Was fehlt in Österreich deiner Meinung nach? Als Sportler, als... Bro, ich sag dir ehrlich, ich liebe Österreich, ich liebe Wien, aber die Menschen sind halt kaputt. Ja. Ja, diese toxischen Menschen. Aber glaubst du, das fehlt halt. Gute Menschen, gute Herzen fehlen hier. Ja, gibt's auch, gibt's, Bruder, viele, aber ich. Gibt's, glaubst du, hat's was mit der Stadt, mit der Stadt zu tun, oder hat das was mit der Erziehung zu tun? Ich weiß nicht. Oder hat es damit zu tun, was man erlebt, durchgemacht hat? Was haben die Leute hier erlebt, durchgemacht? Denen geht's so gut, weißt du so. Und sie sind alle voller Neid und Hass erfüllt und Missgunst, weißt du so. Ja, aber das sind schlechte Menschen einfach, Bruder, die gibt es überall. Ja, aber die gibt es leider gerade in Wien besonders viele und überwiegend. Ja. Und das ist halt sehr traurig, weil Wien ist so eine geile Stadt. Nur leider sind viele, viele Menschen hier kaputt. Es fehlt, wir hatten das ja beim letzten Interview, wir haben letztens mit Ben Zaber hatten wir ein Interview, der hat das auch das Gleiche gesagt. Irgendwie unterstützen wir immer Leute, die nicht von dieser Stadt, die nicht aus dieser Stadt sind, viel eher als wie Leute, die wir kennen, mit denen wir vielleicht zusammen groß geworden sind. Die kriegen keinen Support, weil das so nebensächlich ist. Ja, ich kann das ja auch. So oft. Ja, weißt du, so das ist dieser, weißt du, so dieser Missgunst und Neid, weißt du. Die Leute sind hier zerfressen von Neid, und das ist halt sehr traurig, weißt du. Und ich denke mir so, ich kann es eh nicht ändern, und ich wüsste nicht einmal wie, weil so ist das einfach in Wien. Diese Krankheit gibt es hier schon sehr lange, und ich
glaube, das wird sich nie ändern. Aber deswegen sollte man immer halt schauen auf seinen Umkreis, dass du da wirklich keine solcher Menschen um dich hast und dich wirklich auf deine Familie und deine guten Freunde verlässt. Mit guten meine ich halt Leute, die wirklich wertvoll sind, ja, die ein Herz haben und eine gute Seele. Denn die machen dich eben reicher und selber auch als Menschen wertvoll. Auf jeden Fall. Besser 5 richtige als 5000 falsche. Ja. So ist es. Was hörst du so für Musik? Bro, also ich höre wirklich alles Mögliche. Wirklich alles Mögliche. Je nachdem, was für eine Stimmung, in was für einer Stimmung ich bin, was ich brauche, ja. Ob ich, weiß nicht, Hardrock brauche fürs Training oder manchmal, weiß nicht, 80er Jahre oder dann mal Hip-Hop, R&B, Rap, alles, quer durch die Wand, ja. Und was gibt dir Musik? Musik ist wichtig, ja. Das ist eine gute Frage, für die, gell? Stimmung, ja, es ist wichtig für das Gefühl. Also wie man sich halt eben fühlt. Für das Wohlbefinden. Für das Wohlbefinden, genau, danke für das Wort. Ja. Also Musik kann das Beste aus dir rausbringen. Ja. Du musst halt nur die richtige für dich finden. Ja. Das ist es. Und jetzt die letzte Frage für heute, die auch sehr, sehr häufig gestellt worden ist. Was macht einen wahren Freund für dich aus? Das ist eine gute Frage. Das sind sicher mehrere Sachen, aber ich denke, Loyalität ist so das Wichtigste. Ja? Wenn du weißt, wir alle Menschen sind nicht perfekt, weißt du, aber wenn du einen Freund hast, der halt ehrlich zu dir ist und auch sieht die guten und auch schlechten Seiten, die auch ehrlich das sagt und egal was du tust, auch trotzdem an deiner Seite ist und loyal zu dir steht, nicht zulässt, dass jemand schlecht hinter deinem Rücken über dich redet, weißt du, so, auf den du dich verlassen kannst, wenn du ihn wirklich brauchst, ja, und nicht so, ja, na, heute kann ich nicht oder das, sondern wenn du ihn um 3 in der Nacht anrufst und so, hey, Bro, ich brauch dich, ja, und er dann für dich da ist, weißt du, so, das sind meistens Kleinigkeiten, die dann halt das ganze Bild machen, ja, aber ich denke, Loyalität ist halt sehr, sehr wichtiger Punkt, ja. Vor allem auch Leute, die einen Wert in dein Leben bringen, ja, nicht Leute, die über andere ablästern und toxisch sind, sondern Leute, die mit denen du dich triffst und ihr eigentlich über gute Sachen redet, über positive Sachen, über Sachen, die beide voranbringen. Ich mag auch keine Menschen, die sehr, sehr materialistisch sind, auf Materielles gesteuert sind, weil die verlieren dann halt so die wahren Werte im Laufe der Zeit und des Lebens. Und ja, ich habe halt viele Erfahrungen mit solchen Menschen gehabt, dass das halt mit der Zeit einfach den Menschen kaputt macht. Ja. Es gibt halt keine Regel dafür, aber 99,9% der Fälle ist es halt. Schade, das ist halt traurig, weißt du, weil so erkennst du dann halt wirklich auch den wahren Charakter eines Menschen. Und dann sind es meistens bei so Kleinigkeiten, wo du denkst, wie konntest du so ein Peach werden? Entschuldige dir, aber so, ja, wo hast du deine Werte so? Die Menschen sind egoistische Wesen, egoistische, gierige Wesen, weißt du, die nie genug haben, weißt du, wir sehen das jeden Tag im Fernsehen, in den Nachrichten, ja, diese ganzen Politik, braucht man nur sehen, das sind alles Milliardäre, die eh schon alles haben, aber sie wollen immer mehr, sie wollen mehr Macht, mehr Geld, mehr das, ja. Das ist dieses ego-gesteuerte menschliche, ja. Das ist der menschliche Trieb, man kann nie genug haben, obwohl man eigentlich mit dem zufrieden sein sollte, was man hat, ja, dass aber man gesund ist, gute Freunde hat, eine die Leute Familie. Arbeiten zu wenig an ihrer Wertschätzung, weißt du, so, wenn du jeden Tag in der Früh aufstehen würdest und dann halt dich mal für alles bedanken würdest, was du hast und so, dann bist du allgemein ein glücklicherer Mensch, ja, weil du die Kleinigkeiten siehst, so, hey, ich hab ein Dach über dem Kopf, ich kann mir Essen leisten, ich kann mir was beim Lieferservice bestellen, was nicht selbstverständlich ist, hey, ich gehe raus, ich habe Nike-Schuhe, die ich anziehen kann, ja, ich treffe mich mit Freunden, ich kann mir eine Mitgliedschaft im Fitnesscenter leisten, ja, weißt du, absolut. Sind so Kleinigkeiten, aber wenn wir so viel an unserer Wertschätzung arbeiten, dann sind wir allgemein glücklichere Menschen und das macht dich auch zu einem besseren Menschen, weil du alles schätzt, was in deinem Leben passiert oder was Leute für dich tun, ja, und
mit dieser positiven Einstellung und Energie steckst du auch die anderen Leute an. Ja. Und da muss man halt viel an sich selber arbeiten. Es fängt immer bei sich selbst an, weißt du? Das ist halt das. Yes. Yes. Du kannst nicht etwas vorleben und erwarten, dass Menschen vielleicht anders zu dir sind. Also ja. Wenn du jetzt mit Menschen rumhängst, die Sportler sind, nicht trinken, nicht rauchen, bist du automatisch zu sein. Ja, wenn du aber dann wieder mit anderen Menschen rumhängst, die sich, keine Ahnung, jeden Tag abschießen und zeig mir deine 5 Freunde, ich sag dir, wer du bist. Ja, ganz genau so ist das und das ist halt das. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Also ich weiß nicht, es passiert gerade so viel, so viele verschiedene Sachen in meinem Leben und wenn ich 5 Jahre zurückdenke, wie viel schon passiert ist, ja, ich habe keine Ahnung, weißt du so. Ich bin eigentlich glücklich und zufrieden, wo ich jetzt bin, weißt du so. Alles, was jetzt noch kommt, ja, ist ein Bonus. Ich bin einfach zufrieden, ich sag's dir ehrlich. Ich habe meine Tochter, meine Frau, meine Eltern sind da. Mein Gym, weißt du so, die Leute im Gym sind alles wirklich gute, positive Menschen. Genau das, was ich in meinem Umfeld haben möchte. Ich bräuchte nicht mehr, weißt du, um glücklich zu sein. Und deswegen, wo sehe ich mich in 5 Jahren? Ich kann genau da sein, wo ich jetzt bin und ich wäre zufrieden. Ja. Also wenn es nicht schlechter wird, dann passt das. Ja. Gibt es noch irgendwelche Ziele oder Wünsche, die du dir noch gerne erfüllen möchtest in deinem Leben? Ja, also auf jeden Fall möchte ich noch ein paar MMA-Kämpfe machen für mich. Ja. Ich nehme mir da nicht viel vor, aber das ist halt einfach für mich. Und halt wieder ein bisschen aktiver im Jiu-Jitsu kämpfen, weil ich halt länger nicht gekämpft habe, auch verletzungsbedingt, dann Corona und dann wegen den ganzen geschäftlichen Sachen viel zu tun gehabt. Aber das würde ich gerne halt mehr machen, weil das mich am glücklichsten macht. Und sonst halt viel Zeit mit Familie verbringen, denen was Besseres bieten können. Und ja, das war's eigentlich. Die letzte Frage ist, was ist deine größte Abneigung? Größte Abneigung? Was kannst du gar nicht leiden? Was hast du besser gesagt? Obwohl das Wort Hass ist halt ein starkes Wort, aber ja. Was hast du am meisten? Heuchler und Lügner, ja. Also ich kann solche Menschen nicht ausstehen, weißt du so. Ja, es ist halt das Einzige, glaube ich. Sonst kann ich mit allen und jedem sehr gut zurechtkommen und ja. Lieber mit einer gebrochenen Rippe kämpfen oder mit einem gebrochenen Arm? Rippe. Habe ich schon gemacht. Wie? Wann? Wie ist das dazu gekommen? Mehrmals. Also einen MMA-Kampf, da habe ich gegen einen Tschetschenen gekämpft. Das war mein ganz erster MMA-Kampf, da war ich 20 Jahre alt. Ich hatte ihn im Triangle, glaube ich. Der hat mich geslammt, da habe ich mir die Rippe gebrochen. Habe halt fertig gekämpft. Auf Punkte. Split Decision verloren und dann ist mir das nochmal passiert, auch wieder genau selbe Situation. Wir haben in einem Ring gekämpft und es war nur eine Plane und drunter waren Holzbretter, ja, also das war der Ring, ja, und selbe Situation. Ich habe meinen Gegner eben im Triangle, er hebt mich hoch, er slammt mich, ich habe mir 2 Rippen hinten und eine vorne gebrochen. Und ich habe halt noch 1,5 Runden damit gekämpft, aber es war halt schwierig, weil ich konnte ausatmen, aber schwierig einatmen. Ne? Aber du kämpfst oft mit Verletzungen, weil ich weiß einmal, du hast irgendwie beim BJJ-Turnier hast du mit einem kaputten Knie gekämpft. Ja, ich habe mal das Kreuzband gerissen bei den polnischen Meisterschaften, das war 2019. Ja. Im Halbfinale habe ich mir das Kreuzband gerissen. Durch einen Fußhebel, der nicht ganz legal war. Ich hasse Fußhebel, ja. Ich schwöre dir. Also der hat sich einfach falsch gedreht auf dem Bauch und es war eigentlich illegal, was er gemacht hat, aber der Referee hat nicht reagiert und ich war so unter Schock. Also ich habe halt ein richtiges Schnalzen gehört, aber ich habe halt weiter gekämpft, habe diesen Kampf noch mit Armbar gewonnen. Zu dem Zeitpunkt habe ich halt nicht gewusst, dass das Kreuzband gerissen ist, aber dann halt ein paar Tage später in Wien angekommen, MRT gemacht. Vorderes Kreuzband gerissen. Ja, kann passieren. Ja, ist hart, aber ich hasse Fußhebel auf jeden Fall. Das ist wirklich das Schlimmste. Ich find's geil. Ja, aber es macht mir keinen Spaß. Ich find's geil. Wenn mich jemand den Fußhebel hat, ich weiß nicht, wie ich mich bewegen soll, wie ich rauskommen soll. Und treten darfst du nicht, deswegen lieber keine Fußhebel mehr. Ja, musst viel trainieren. Ich bin eh brav dabei. Lieber im Wikingerzeitalter leben oder in der Zukunft, so 50 Jahren noch.
ich bin eher so, ich finde irgendwie beides geil, ja, aber ich bin so ein Science-Fiction-Fan, ja. Also ein, ich bin so ein nicht richtiger Nerd, weißt du, so eher Zukunft. Okay, ja. Eher Wodka oder eher Whisky? Mischen, oder? Nein, nicht mischen, entweder oder. Ah, ich bin Pole, Wodka. Das heißt, ja, Wodka. Oh, bist du oft in Polen? Ich muss dir ehrlich gestehen, jetzt war ich länger nicht, also wegen Corona und dem Ganzen. Ich war schon ein paar Mal dort, nicht so oft, wie ich es gerne hätte. Ja. Aber meine Familie ist dort, meine ganzen Cousins, Omas, ja, Tanten, Onkel. Du wurdest Onkeln. Ja auch oft von Polen geehrt, sei es jetzt wegen deiner sportlichen Laufbahn oder was ja. Du hier in Wien geleistet hast. Ja, so. Zweimal polnischer Sportler des Jahres in Österreich und einmal zu Polen des, also der Pole des Jahres. Pole des Jahres, ja. Ja. Da habe ich mich sehr geehrt gefühlt. Das war halt auch vom Konsulat auch ein Preis. Also es war auch eine schöne Statue, die habe ich dann direkt bei meinen Eltern zu Hause platziert. Nice. Ja, also das ist sonst meine ganzen Medaillen und Trophäen sind im Gym und ein paar bei mir zu Hause. Aber diese eine habe ich halt meinen Eltern zu Hause hingestellt. Natürlich macht doch die Eltern sicher stolz. So. Voll, ihr voll. Sohn ist der Poso, er wird mit dem so der Pole des Jahres, das heißt für sie auch sicher. Das meine ich damit, weißt du, ich habe es denen hingestellt, weil die das geschafft haben. Ja. Also die haben mich dazu erzogen, dass ich sowas überhaupt erreichen konnte. Stark. Bruder, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir das Interview machen konnten. Danke dass dir. Du hier warst. Folgt alle Pavels Kanälen, Instagram, YouTube, Twitch, was auch immer. Die Links findet ihr in der Beschreibung. Abonniert meinen Kanal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.